Ihr wollt wissen, wie die Stromproduktion jetzt aussieht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Also der Effekt mit Tasse hin und wieder weg, der ist gut, oder? Ah, das ist so schön. Ach, weg, hin, weg. So, was haben wir vor? Ich war fleißig und habe schon mal so ein paar Apparillos aufgestellt. Aber wie man sieht, die rauchen nicht. Das heißt, die Rohre sind dran, damit schon mal Flüssigkeit reinläuft. Die Strommasten stehen schon davor. Wir müssen sie nur noch anschließen. Und währenddessen unterhalten wir uns darüber, was wir als nächstes machen. Und ich denke an alles, weil das ist das zweite Mal, dass ich die Nummer hier mache. Dummerweise beim ersten Mal habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe den Fehler, also wirklich einen Anfängerfehler, einen absoluten Anfängerfehler gemacht. Nämlich, ich habe ein Windows-Update gemacht und habe danach nicht in OBS nachgeguckt, ob denn die Soundeinstellungen noch richtig sind. Und das hätte ich nicht tun sollen. So, ich fange unten an. Hat halt den leider sehr dämlichen Effekt, dass meine Mikrospur nicht da war. So, da geht's lang. Wo sind wir jetzt im Moment eigentlich stromtechnisch? Damit wir nachher einen Vergleich haben. Also, wir sind jetzt bei 58 irgendwo. Merken wir uns das schon mal. Hier hin. Und hier hin. So. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen auf der Seite an. Das ist jetzt einfach willkürlich. Und ja. Das Wochenende war, sagen wir mal, wild. Also, beziehungsweise quasi alles ab Mittwoch war wild, weil Mittwoch habe ich ja das Update 6 Video, was gibt es an neuen Sachen rausgebracht. Freitag kam ja neue Biome angucken. Und holy crap! Wie viele neue sind dazugekommen? Also für meinen kleinen Kanal sind 9 neue Abonnenten in ein paar Tagen echt verdammt viel. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, grundsätzlich, Dank geht an alle, die sich das hier antun und durchgucken und abonnieren und gerne auch kommentieren. Auch die, die nicht kommentieren, ja, auch da großes Dankeschön. Ich freue mich da riesig drüber. Das hilft mir sehr, den Kanal vielleicht ein bisschen größer zu kriegen. Aber es macht auch einfach nur Spaß. Und ich habe immer eine gute Ausrede gegenüber meiner Frau, weil ich zocken will. Ja, ich muss da noch ein Video machen. Und zack, Satisfactory. Ist aber auch ein schönes Spiel. So, das haben wir, das haben wir. Guck mal, die erste Reihe haben wir fertig. Ja, jetzt geht's weiter mit der Frage, was machen wir denn als nächstes Projekt? Denn wir haben ein paar Sachen vor uns. Einerseits haben wir immer noch geplant, eine Bahnstrecke zu machen. Ich möchte aber auch gerne mit Drohnen arbeiten. Da hatte ich ja gesagt, Gewebe möchte ich rüberbringen. Ey, warte mal, gibt doch jetzt hier diese wunderbare neue Liste an der Seite, wenn man da rüber geht, wird schwarz. Das habe ich übrigens nicht gezeigt, aber wir haben jetzt hier Private Notes und Public Notes. Ja, die machen wir Private, ne? Also, wir haben zur Auswahl Bahnstrecke. Dann hätten wir Drohnen, was wir machen können. Dafür, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, machen wir so. Brauchen wir aber Batterien, die gebaut werden müssen.
Ja, das heißt, dafür müssen wir eine komplett eigene Produktion erstmal machen, bevor wir mit den Drohnen arbeiten können. Dann hatten wir noch das Thema, genau, hier unsere Gebäude, ich nenne es mal einfach nur verkleiden. Nicht Karneval, sondern hier unsere Gebäude schön machen. Wir haben noch auf der Liste, wir wollen noch eine Smokeless Powder Fabrik machen, überhaupt eine, also nennen wir es Waffenfabrik. Weil, wenn, dann würde ich eigentlich gerne alles an einem Ort zusammenfassen. Problem ist, da müssen wir das irgendwie, müssen wir irgendwie ganze Zeug hinkriegen und. Was man wieder mit Drohnen oder der Bahn machen könnte. Also, ne, die ersten beiden können da schon hilfreich sein. Gut, also die Batterien sind Voraussetzung für die Drohnen. Verkleiden ist halt, ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Waffenfabrik auf jeden Fall. Weil wir brauchen definitiv neue Munition. Wir müssen die neue Munition ausprobieren und. Das haben wir. Ach ja. Und dann natürlich wollen wir auch mal gerne in, nennen wir es, Atomkraftwerk. Dafür brauchen wir, ne, Vorprodukte. Also da ist auch eine ganze Menge zu tun. Und wir haben noch das Thema, das mir jetzt schon wieder entfallen ist. Moment, wir haben die Waffenfabrik für Klein, ohne Bahnstrecke. Das ist doch gerade noch im Kopf. Ach ja. Space Elevator Parts Fabrik. So, das sind die Punkte, die wir hätten. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen wolltet. Wie gesagt, die beiden hängen zusammen. Genauso wie die. Das heißt, wir haben letztendlich eine Auswahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Ich sag nicht, was mein Favorit ist. Sonst heißt es wieder hier, ich bin... es ist mir egal, was ihr schreibt. Naja, für die Atomgeschichte wäre es sinnvoll, erst die Masken zu machen, also hier die Filter, Gasfilter, weil daraus müssten wir dann ebenfalls erst Jodfilter machen. Weil dann haben wir die Möglichkeit, ne, kommst du, den Spaß da auch zusammenzubasteln. Ne, also ne, überhaupt erstmal Uran zu finden. Ich glaube, eine No Radiation Challenge zu machen, wäre ein bisschen schwierig. Das kriege ich nicht hin. Ich hatte da mal drüber nachgedacht, aber spätestens dann, wir haben halt nur drei Knoten. Du gehst weg. Das ist cool. Das ist mir gestern beim Aufnehmen auch schon passiert. Wunderbar. Ja. Also, spätestens dann, wenn ich sage, ich möchte die gerne mit Power Shards versorgen, wird's halt schwierig. Das kriege ich dann nicht hin. Das sah schön aus, ist Quatsch. Also weil Power Shards dran setzen, muss ich halt deutlich näher ran und dann bin ich im Bereich der, also definitiv im Bereich der Strahlung. Die ist dann zwar gering und wahrscheinlich würde ich auch keinen Schaden wirklich kriegen. Weil, ne, kurz genug dabei und so. Aber da fangen wir dann schon an, uns so eine Challenge schön zu reden. Das wollen wir ja nicht. Also, lassen wir den Quatsch. Oder wir müssten halt mit dem auskommen, was wir da rauskriegen. Weil das ist dann wiederum die Frage, ist das nicht eher langweilig? So.
können natürlich gucken, ob wir die Sachen auch ein bisschen mixen. Weil, wie ich beim letzten Mal gesehen habe, war da auch eine Menge Zeug, das wir schon haben. Fehlt nicht ausreichend, um das da oben zu Ende zu produzieren. Also wir haben halt ein paar Vorprodukte. Weil die Space Elevator Dinger, die sind ja leider ein bisschen sehr komplex. Weil da muss man ja erst aus dem einen, aus den Sachen von Phase 1 wiederum Sachen für Phase 2 machen. Aus denen werden dann auch wieder Sachen für Phase 3. Also das funktioniert halt. Ne, das kriege ich, so viel habe ich dann doch nicht darum fliegen, dass ich das alles hinkriege. Guck mal, die erste Etage haben wir schon fertig. Ja. Ne, das sind so die Möglichkeiten, die wir da haben, was zu tun. Und mich interessiert eure Meinung dazu natürlich brennend. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. So. Ach ja, das hatte ich gestern auch noch erzählt. Also, hätte ich euch erzählt, wäre die Aufnahme vernünftig gelaufen. Damit dieses Video auch in irgendeiner Form wertvoll ist. Wenn ihr noch auf der Early Access Version seid und nicht auf der Experimental und ihr wechselt, also sprich, ihr sagt, hey, ich möchte jetzt auch unbedingt Update 6 spielen, anstatt Update 5, sichert eure Save-Files. Die sind nicht rückwärtskompatibel. Was einmal mit Update 6 gespeichert ist, funktioniert nicht mehr unter Update 5. Also einfach hin und her wechseln und im gleichen Savegame rumhampeln, keine Chance. Weil sonst könnte man, also das wäre ja mega, alte Rezepte nehmen, weil man da schön große Fabriken für hat, sich riesengroße Container vollballern mit zum Beispiel Munition und dann wieder zurück zu Update 6, dort dann aus der Munition die nächste Stufe der Munition bauen. Und wenn man merkt, okay, ist wieder leer, geht man einmal wieder auf die andere Version zurück. Das funktioniert nur leider nicht. Aber damit habe ich euch das jetzt auch gesagt. Genauso wie Coffee Stain schon gesagt hat im Stream. Ich gehe davon aus, dass auch jeder Einzelne von euch das mitgekriegt hat, dass man das machen sollte und da Bescheid weiß. Aber besser einmal zu oft sagen, weil gerade Datensicherung immer wichtig. Das gilt nicht nur für Spielen, sondern überhaupt, wenn ihr irgendwo Daten habt, macht eine Sicherung davon. Da gibt es Gott sei Dank relativ gute Cloud-Angebote von namhaften großen Webseiten, wo man überlegen muss, ob man denen traut oder nicht. Aber man kriegt quasi überall mal einige Gigabyte, ja, Gigabyte redet man heute quasi nicht mehr von, aber egal, an Platz, wo man wenigstens das Nötigste sichern kann. Also, ne, sichert eure Daten. So. Zweite Reihe haben wir auch fast fertig. Wenn ich das nicht schon mal gemacht hätte. Also, ich bin extra im Safe Game 1 zurückgegangen, um das hier nochmal mit euch zu machen. Weil sonst hätte ich mit irgendwas angefangen und euch gefragt, was soll ich denn als nächstes machen? Das wäre auch irgendwie Quatsch gewesen, weil damit anzufangen, um dann zu sagen, soll ich das überhaupt machen, ist halt dämlich. Ach ja, was ich natürlich auch gemacht habe in der Zwischenzeit, neben hier die ganzen Teile aufbauen, weil ihr braucht mir nicht, keine Ahnung, das waren nochmal 4 Stunden Arbeit, glaube ich. Das wären also bei meinen üblichen knapp eine Stunde Folge, wären das 4 Folgen gewesen. Die hättet ihr, glaube ich, nicht sehen wollen, wie ich 4 Stunden lang nur die Apparillos aufstelle, oder eigentlich 2 Stunden Apparillos aufstelle und 2 Stunden
ne, dann also quasi nochmal zwei Folgen, nur die Rohre ziehe. Ich wollte euch das nicht antun. Dabei habe ich aber gemerkt, ne, wir hatten ja das Problem, zu wenig Motoren, um das hier aufzubauen. Die schweren modularen Rahmen, da habe ich noch genug zusammengekratzt. Also hinten aus der fusionierte modulare Rahmenfabrik, da konnte ich welche abknapsen und bin genau auf den Rest gekommen, den ich noch brauchte. Ich glaube, ich habe jetzt sogar noch 100 extra. Aber Motoren war halt so ein Problem. Ich habe dann an der Motorenfabrik noch ein bisschen rumgebastelt, dass die war eigentlich so eingestellt, dass ja 8 Motoren pro Minute rauskommen sollten. Ist sie jetzt auch wieder. Aber weil das auf 4 Maschinen aufgeteilt war, mussten erst Bänder volllaufen und das hat immer nur gestockt. Also bin ich hingegangen, habe den Spaß so umgebaut, dass ich quasi alle 4 Maschinen weiter befeuere. Die stehen auf 50% und damit kommen genau 8 anstatt 16 da raus. Und dann passt das auch. Und diese habe ich dann, anstatt ins Lager zu schmeißen, hier direkt zum Zug geleitet. Und der Zug bringt auch jetzt immer noch fleißig da unten, also dieser Zug da, Moment. Dieser, wenn er denn da wäre, würde jetzt noch Motoren bringen. Mit jeder Runde 32 Stück. Also dauert einmal hin und zurück 4 Minuten. Haben wir das auch rausgefunden? Das ist wunderbar. So, jetzt müssen wir einmal hier den Eingang treffen. Einmal hoch. So, wie gehe ich jetzt vor? Mache ich erst die Seite oder mache ich erst da? Also erstmal wollte ich von hier gerne den mitnehmen, bis ich, glaube ich, hier ankomme. Das gefällt mir nämlich besser als das hier, genau. So, dann hatten wir hier den wir dann nämlich gar nicht brauchen. Richtig. So, fangen wir damit an. Dann ist nämlich der Teil hier über die Mitte verbunden und irgendwie nicht so blöd, wie ich es vorher gemacht habe. Strom. Warum auch immer ich jetzt hier hingehe. So. Ich hätte jetzt auch versuchen können, über das Video von gestern einfach drüber zu reden, aber ganz ehrlich, dann lasse ich das lieber. Ich bin froh, dass ich nochmal reingeguckt habe, wie das jetzt aussieht. Weil sonst hätte ich euch ein Video rausgegeben und ihr hättet gesagt, what the fuck war das denn? Und dann hätte ich wieder eine Nachricht vom Herrn Spielkind bekommen mit einem, what the fuck ist das denn? Und dann hätte ich gesagt, what the fuck ist das denn? Und hätte das dann runternehmen müssen. Ihr wisst, wie das ist. Das wäre dann peinlich gewesen. Ja, mache ich es lieber nochmal so und drüber quatschen. Wenn ich jetzt eine Stunde drüber quatsche, dann kann ich auch eine Stunde eben hier durchgehen und das so machen. Die Zeit brauche ich dafür so oder so. Und das andere ist halt, ja, wie synchronisiere ich das? Ich müsste eigentlich immer ein bisschen vorgucken, dann dieses Stückchen bequasseln und dann wieder zurück. Brauche ich wahrscheinlich eher 2 für, mal neu. So. Ich hoffe, ihr konntet diesem vielleicht eigentlich gar nicht so wirren Gedankengang folgen. Ich bin der festen Überzeugung, das hatte Sinn und Verstand, was ich hier gemacht habe. Worüber habe ich denn gestern noch so geredet? Genau, Faszination Let's Play. Warum guckt man sich an, wie andere Leute ein Spiel stehen. Spiel stehen? Ich stehe einfach rum. War nix. Eigentlich sitze ich sogar nur. Habe ich
früher nie verstanden. Dann habe ich irgendwann mal auf YouTube eine Langeweile gehabt, durchgeguckt, wusste nicht mehr, was ich mir angucken soll. Und stand da irgendwie, ich glaube, das Thumbnail war ganz nett, Minecraft war es auf jeden Fall. Und das Projekt, das derjenige da hatte, hat mich interessiert. Was will er da machen? Eine große Höhle oder sowas? Irgendwie sowas war das. Ich weiß auch nicht mehr, welcher YouTuber das war. Könnte sein, dass... Macht der überhaupt Minecraft Sachsen-Let's Play? Ich weiß es nicht. Also ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. Ich könnte schwören, er hat ein bisschen gesächselt und einen erzählt, dass er beim Friseur war. Er wurde mit dem Projekt nicht fertig. Ungefähr so wie ich hier. Der auch Ewigkeiten braucht, um dieses Ding hier fertig zu kriegen. Und letzten Endes saß ich da und hab mir so gedacht, war es jetzt, Gott weiß wie viele Stunden das angeguckt, weil ich habe definitiv mehr als eine Folge angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, scheinbar ist genau das die Faszination. Es geht nicht unbedingt immer ums Spiel, sondern auch darum, was erzählt er, was passiert in seinem Leben. Oder warum macht er das jetzt gerade? Also es geht irgendwie um so vieles. Ich fand es faszinierend. Oder finde es heute immer noch faszinierend. Ich verstehe es immer noch nicht, was andere daran faszinierend finden. Ich verstehe noch nicht mal selber, was ich daran richtig faszinierend finde. Aber hey, wenn es ankommt. Und eigentlich sagt man ja auch, das klassische Let's Play, genau. Let's Play, so wie ich es hier mache, zumindest bei solchen Spielen, ist tot. Da möchte man lieber was Gecuttetes haben oder sowas hier im Stream sehen. Ich würde ja auch gerne mit euch streamen und das alles ein bisschen anders aufbauen, aber Telekom sagt nein. Und ich warte halt. Aber dafür gibt es dann auch was Story-basiertes. Was man spielen könnte noch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht Bock hättet, ein Adventure euch bei mir anzugucken. Ein klassisches Point-and-Click und mit klassisch meine ich zum Beispiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, das ist wirklich alt. Das ist ein absoluter Klassiker. Das ist nicht unbedingt ein AAA-Titel von letzten Jahr. Oder vorletzten. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Jahr das Ding ist. Aber für 1,79 € gab es das auf GOG. Und das ist halt ein, also wirklich ein good old game. Wie ich, wann war's? Das Ding von jetzt, gestern, vorgestern? Ich glaube, gestern habe ich es mir geholt, dann müsste das auch gestern gewesen sein. Habe ich noch gehört, das Spiel soll quasi einer der besten Indiana Jones Titel sein. Oder Teile. Weil man sprach da nicht nur von den Spielen, sondern auch inklusive Filme. Die Kristallschädel lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Da tun wir so, als hätte es sie gar nicht gegeben. Aber, also das wäre wirklich schon, habt da Bock drauf. Wenn natürlich auch über Monkey Island reden oder Zack McCracken. Weil zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Monkey Island nie wirklich durchgezockt habe. Ich weiß, was für ein guter Klassiker das ist. Auch Zack McCracken. Aber wirklich gezockt? Nö. Das wäre halt mal so eine Möglichkeit, weil passt halt Let's Play technisch eigentlich besser als ein Fabrikbauspiel. Und nein, das heißt nicht, ich möchte Satisfactory hier aufgeben. Im Gegenteil, das läuft weiter.
Ich weiß auch, dass ich eigentlich noch Far Cry vor der Brust habe, den Rest zu machen. Nur auch wenn diese kleinen Intros, Outros nur kurz waren, haben die halt verdammt viel Zeit gefressen und das habe ich halt nicht so richtig geschafft unterzubringen. Da muss ich mir halt auch noch eine passende Zeit suchen, wo ich das vielleicht nochmal zusammenpacke. Da will ich dann halt auch nicht so ewig lange Folgen draus machen. Ich glaube, ich habe die immer so missionsweise gemacht. Deswegen die Zeiten nicht so ganz hundertprozentig waren, aber eigentlich wollte ich versuchen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde einzuhalten. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Das habe ich echt unterschätzt, wie viel Aufwand das dann ist, mit noch so ein bisschen was davor schneiden und. Aber die gute Nachricht ist, das Hemd habe ich noch und es passt. Die Zigarre ist auch noch da. Alles praktisch, ich rauche nämlich gar nicht. Also nicht mehr. Ich habe mal, das ist quasi ein Relikt. Aber ich habe es vor vielen Jahren dran gegeben. Und nein, ich habe nicht immer nur da gesessen und Zigarre geraucht, sondern ich habe ganz normal Zigaretten geraucht. Aber dann hat sich mein Freundeskreis verändert. Und ich war auf einmal der einzige Nichtraucher. Vorher waren es quasi nur Raucher. Und dann auf einmal waren es alles Nichtraucher. Und letztendlich war das das Beste, was passieren konnte. Ich habe es dran gegeben. Auch einfach von heute auf morgen. Also nein, eigentlich nicht von heute auf morgen, sondern von jetzt auf gleich. Wir haben zu der Zeit im Freundeskreis immer Videoabende gemacht. Haben uns hingesetzt und irgendwelche Filme geguckt. Und dann habe ich mir einfach mal keine neue Schachtel geholt. Ich wusste, an diesem Abend wirst du deine letzte Zigarette rauchen? Dann habe ich die letzte wirklich nochmal auf dem Balkon genossen. In meiner eigenen Bude, wo ich eigentlich gesagt habe, oh, hier kann jeder rauchen, wie er will. Aber ich hatte Nichtraucherbesuch, also bin ich rausgegangen. Die wirklich nochmal genossen. Und danach war ich 3 Tage hibbelig, kribbelig und verdammt. Eigentlich musst du doch jetzt eine Zigarette rauchen. Dann ging es auf einmal wieder. Und dann passieren so seltsame Sachen. Also an jeden von euch, der raucht und mit dem Rauchen überlegt aufzuhören, A, macht es. Und B, es wird vollkommen seltsam irgendwann immer mal dazu kommen, dass ihr auf einmal tierisch Lust auf eine Zigarette habt, obwohl ihr eigentlich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr raucht. Ich weiß nicht, warum es irgendwie mit der Zahl 3 zusammenhängt. Kann ich nicht sagen. Also zumindest sah es bei mir so aus. Was ist denn jetzt? Das war faszinierend. Es war wieder, hello, my name is, I'm calling you from the Microsoft. Ich sag mal so, Microsoft ruft nicht an. Da darf man ruhig auflegen. Oder von mir aus auch unfreundlich sein. Wo waren wir denn gerade? Genau, Rauchen aufhören. Wie gesagt, also bei mir war es sehr seltsam. So, wie gesagt, nach 3 Tagen war diese große Lust oder dieser große Entzug erstmal weg. Nach 3 Wochen kam plötzlich nochmal so eine
Lust auf eine Zigarette? Nach 3 Monaten? Und dann war gut. Und dann dauerte das und dauerte. Und dann habe ich 3 Jahre nicht mehr geraucht. Sitze an meinem Schreibtisch. Und greife instinktiv nach der Packung Zigaretten, die da gar nicht mehr lag. Ich weiß nicht warum. Aber, immer so, wenn es jetzt erstmal bis 30 Jahre gut ist, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Wobei, erschreckenderweise auch nicht mehr so viel, weil... Wie lange bin ich jetzt nicht? Leute, ich gucke jetzt eben nach. Weil, das habe ich gemacht. Ich habe mir dafür eine App genommen. Die hieß Smoke Free. Und da konnte ich dann reingucken und die sagte mir 3.362 Tage, also 9 Jahre. Bin ich jetzt rauchfrei. So. Wo ich gerade diesen lustigen Anruf aus Indien hatte. I'm calling you from the Microsoft. Aus irgendeinem Grund kommt YouTube im Moment auf die Idee, meine Videos vermehrt in Indien zu verbreiten. Oder vorzuschlagen oder hinten als nächstes Video anzuhängen. Was ich nicht nachvollziehen kann und nicht verstehe. Weil ich stelle die auf, wir sind auf Deutsch, kommen aus Deutschland. Warum sollte ich diese Videos in Indien zeigen wollen? Immerhin ein, ich würde sagen, Herr aus Indien. Ich kann es halt vom Namen her nicht ausmachen. Könnte auch eine Frau sein, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlicher ist ein Herr. Sich die Mühe gemacht, irgendwas bei mir drunter zu kommentieren. Ich verstehe es leider nicht. Google sagt mir, das ist Französisch. Und die Übersetzung? Oh, ich Papa. Ja, toll. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Solltest du das sehen, freut mich, dass du jetzt Papa bist. Wenn du mir das damit mitteilen wolltest. Ich kann halt leider keine der indischen Sprachen. Und da gibt es ja wohl mehrere. Ich habe wirklich versucht, das herauszufinden, aber da war Google halt nicht sehr hilfreich. Ich habe auf irgendwelche Karten geguckt, die mir zeigten, welche Sprache in welchem Teil von Indien gesprochen wird, aber teilweise habe ich die Dinger bei Google Translator nicht gefunden. Das war halt, mich würde wirklich interessieren, was der da hingeschrieben hat. Das könnte natürlich auch ein, Alter, guckst du, dass du wegkommst, ich will deinen Scheiß nicht sehen. Warum ich das jetzt so ausgedrückt habe, weiß ich auch nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Hm? Bei 3 Wörtern. Oi, jippap. Naja. It is what it is. Aber scheinbar reicht das, was YouTube sagt. Okay, verbreite ich mal mehr. Das ist wiederum der Teil, der mich freut. Weil das hilft mir ja auch. Ja, ruckel ein bisschen, danke. Mittlerweile bricht die Framerate bei dem Spiel aber auch echt doll ein. Wir sind jetzt bei 45, gerade waren wir bei 33. Da bin ich irgendwo vorgeflogen. So. Jetzt einmal nach vorne und dann machen wir die Reihe auch noch. Und dann haben wir das hinter uns und dann gucken wir uns an, wie viel Strom kriegen wir denn wohl?
so insgesamt. So fällt mir ein, ich muss nur die Kisten wegmachen. So. Jetzt die wichtigere Frage, speichere ich das gleich, was ich hier gemacht habe und arbeite dann von hier aus weiter? Was vollkommen irrelevant ist, weil das andere Safe Game von gestern wäre an dem gleichen Punkt. Eieiei. Das sind Fragen über Fragen. Und ich hoffe, dass das gleich alles auf der Aufnahme ist, sonst werde ich echt bekloppt. Aber macht ja nichts. Ich hoffe, dass wir hier nicht so viel Bugfixing zu tun haben, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass... Wo ist es denn? Richtung. Da, das müsste... Da unten, genau. Ich befürchte, dass da so ein bisschen was nicht ganz in Ordnung ist. Dass das irgendwie stecken bleibt, hängen bleibt, irgendwo eine Unterversorgung ist oder eine Überversorgung. Deswegen läuft es nicht sauber, weil die Flüssigkeiten nicht weggehen oder sonst irgendwas. Also ein bisschen habe ich da noch Schiss, dass das nicht hundertprozentig so läuft, wie es laufen soll. Aber das werden wir sehen. Ich glaube auch, da ich ja oben den großen Pufferspeicher habe, dass wir das erst dann sehen werden, wenn wenn es schon ein bisschen gelaufen ist und dann auf einmal der Strom ausfällt. Da so ein bisschen Befürchtung. Aber andererseits, eigentlich müsste das vernünftig laufen. Muss noch überlegen, ob ich ein paar Schredder zumindest für die nicht für die Weichteile, das ist Quatsch, also für die Zwischenprodukte setze. Und eigentlich müsste ich ein paar Kanister bauen, weil wir haben insgesamt eine Überproduktion an Turbotreibstoff von, was hatte ich ausgerechnet, 0,03 Kubikmeter, 0,035 Kubikmeter pro Minute. Das heißt, ich könnte da theoretisch so eine Abfüllanlage hinbasteln, die irgendwo die Reste aufnimmt. Aber das ist halt die große Frage, ob ich das, also wie schnell das funktioniert. Ich müsste ja dafür auch Kanister bauen. Ja, das wären zwei Maschinen letztendlich. Ja, einmal in Plastik in Kanister und einmal die Umfüllanlage. Dann könnte man den Spaß sogar mitschreddern. Oder man geht hin und sagt, komm, alles Plastik, was ich habe, wird in Kanister gemacht. Und wir ballern die alle, so ähnlich wie wir es mit unserem Treibstoff von hinten machen, den wir da überschüssig haben, ballern alle Reste schön in den Awesome Sink rein. Da haben wir ja Heavy Oil Residue, das wir da zwischendrin hätten. Und vielleicht auch zwischendrin Sprit, den man dann einfach mal wegschreddert. Ich weiß nur nicht, ob das sinnvoll ist. Weil eigentlich wäre es ja besser, wenn wir es verbrauchen und wenn da hinten alles...
sauber läuft. So. Das dürften jetzt die letzten sein. Wir gucken uns jetzt das hier an gleich. Wenn die alle dran haben. Die schön ins Netz einspeisen. Jetzt haben wir mal dieser Kollege. Jener Kollege. Und guck mal, dich brauchen wir schon nicht mehr. Denn hier kommst du dran. So. Da hinten ist überall, wir fliegen jetzt nach oben. Da ist Bewegung drin, hier ist Bewegung drin, das brauchen wir nicht. Wie sieht das da aus? Da oben die Smokestacks smoken. Ich sehe alles in grün. Wunderbar. So soll das aussehen. Die Pumpen müssen pumpen. Sagen die Pumpen. Ja, die Pumpen pumpen. Unentwegt, da geht was hoch. Es sieht alles sehr langsam aus, muss ich dazu sagen. So. Eigentlich würde ich gerne dieses, nee, Quatsch, dieses und jenes Rohr und auf der anderen Seite auch noch ein bisschen, ach ja, genau, den hatte ich noch an der Strecke gefunden, ne? Stinger Remains, die lagen tatsächlich neben der Bahnstrecke. Also, da waren zwei Stück. Einen habe ich mal eben in, oh, das ist sehr gut, in das Mamm gehauen. Muss ich vielleicht auch nochmal angucken, wenn ich dran denke. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Kollegen hier zu wenig bekommen, weil das hier eigentlich, okay, eigentlich geht es ja richtig hier links, rechts mit 300 weiter. Ja, die 300er Leitung, die ist voll, aber es gehen trotzdem nur 60 durch. Das ist ein bisschen das, was ich nicht verstehe, weil eigentlich müsste hier deutlich mehr an Durchfluss sein. Hier ist auch nur ein 60er Durchfluss. Warum geht hier nur 60 rein? Na komm, 60 schaffst du noch, oder? Ja, so. 60 Kubikmeter gehen da rein, obwohl 600 laufen sollten. Und von hinten kommt definitiv genug. Also da können wir uns darauf einigen, dass da genug ist. Ich weiß nicht, warum so viel in den Rohren hängt, was dann nicht hier rüberkommt. Vielleicht ist das jetzt hier auch dumm, was ich mache. Ich weiß, das ist immer noch ein blöder Bug. So, einmal hier hin. Zack. Zack. Das Thumbnail wird übrigens irgendwie von hier so sein. So, irgendwie sowas. Ne? Und dann entweder mit Tasse oder ohne. Ich weiß schon nicht mehr. Ich glaube, ich habe diesmal ohne gemacht sogar. Ach ja, das hatte ich auch noch erwähnt. Ich überlege hier so ein ganz als Nude-Look zu machen. Das scheint der letzte Shit zu sein bei Kraftwerken momentan. Sprich, letztendlich in den Etagen irgendein ein Gitter-Frame oder sowas hinzusetzen, der das dann interessant aussehen lässt. So. Ach ja, ich habe gesagt, wir gucken uns jetzt unseren Stromgrafen an. Strom. Fupp. Strom. Wir fliegen auf dieses Kraftwerk zu. Also, wir hatten vorhin 58. Und jetzt sind wir bei 143 Gigawatt. Juhu! Nochmal 90 dazu. Nicht ganz. 85. Ah, ist doch wunderbar. Das ist doch wirklich, wirklich wunderbar. Wir haben wirklich viel geschafft, viel Strom hier reingekriegt. Das ist doch schön. Den Sumpf da müssen wir uns nochmal angucken, weil der ja neu gemacht wurde. Da hinten sind wir ja auch nur so ein bisschen lang geflogen, weil ich da halt nichts mehr dabei hatte. Also wir haben noch vieles vor. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was hier... Moment, wo ist denn meine... Habe ich die etwa nicht gespeichert? Okay. Warum? Ja, hä?
Was habe ich denn vorhin falsch gemacht? Ich habe mich etwa... Das sehe ich nämlich jetzt erst. Ich habe Escape. Ja, meine Freunde. Okay, komm. Was hatten wir noch? Verkleidung war auf jeden Fall dabei. Wir hatten noch die Waffenfabrik. Atomkraft. Berg. Vorprodukte. Und Space. Elevator. Parts. Fabrik. So. Also für die Drohnen brauchen wir Batterien, die... Ja, so läuft das. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann steht das da an der Seite. Sehr gut. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Das ist unsere Auswahl. Schreibt's in die Kommentare, wo ihr meint, das wäre gerade sinnig. Es ist immer so sauknapp. So, jetzt gucken wir uns unseren gespeicherten Strom nochmal an. Wir wundern uns, warum... hier war doch auch irgendwie. So, hier haben wir jetzt auf einmal auch nur 60er Durchfluss. Das ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Der hier hat, glaube ich, gar keinen Durchfluss. Oh, das war 1. Hier ist wieder 60. Aber warum? Ich meine... Wir drücken hier wirklich gut Zeug rein. Warum läuft auf dieser Leitung hier nichts? Die ist voll, die geht da rein. Die geht dann da in die Mitte. Also irgendwo hin. Wo gehst du hin? Auf den zweiten, genau. Zweite. Bewegt sich hier. Alles kein Thema, aber... Okay. Du hast Durchfluss, du hast keinen? Ah, jetzt hast du auch mal Durchfluss. Okay, ich sag nichts. Wir haben Pumpen noch und nöcher. Funktioniert alles, aber... Ich verstehe das nicht so recht. Weil hier muss ich sagen, da sieht schon mal ganz gut aus. Auf der Seite wundert mich, dass noch sehr viel gelb ist. Wie sieht das hier unten runter aus? Hier ist sehr viel grün. Sehr viel grün ist gut. Da hinten ist ein bisschen was gelb, okay. Das würde ja dann bedeuten, es kommt irgendwo zu wenig an. Aber hier ist alles voll. Warum haben wir hier einen gelben? Du bist gelb. Ist alles voll, aber du gehst nicht raus. Hier, schieb das doch raus. Drück das doch raus. Hier. Du bist angeschlossen an dieses Rohr. Dieses Rohr geht hier hoch. Kein Durchfluss. Moment. Wohin gehst du? Kein Durchfluss. Du gehst da um die Ecke. Du gehst da um die Ecke. Und da drauf. Und da raus. Also hier ist... Ups. Ja, dieses Rohr. Jetzt ist auf einmal ein bisschen Durchfluss da. Aber ich verstehe es einfach nicht. Das obere ist separat. Läuft auch nicht raus. Und verbrauchen ist da hinten nicht das Problem. Eigentlich müsste hier alles schön durchlaufen. Egal. So, was haben wir gesagt? Wir gehen durch den Vordereingang. Ah ja, das muss ich auch noch machen hier. Die Pyramidchen am Rand. So, einmal hier durch. Danke sehr. Was sagen meine Batterien? Die Batterien sagen, sind vollständig aufgeladen. Wir haben 23.400 Megawatt gespeichert. Das ist im Vergleich zu dem, was wir produzieren momentan, ist das wenig. Eigentlich müssten wir noch irgendwo so einen Energiespeicher hinsetzen, dass wir auf die 150 kommen. Momentan haben wir nur 23,4.
Wir könnten noch hier ein paar vorsetzen, dass wir vielleicht auf 25 kommen. Das passen 16 Stück. Also 3, 4, 5. 15 auf jeden Fall und einen 16. kriegt man auch noch irgendwo dazwischen gequetscht. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, das haben wir jetzt auch. Wir stellen uns hier hin. Jo. Komm, springen wir hier vorne hin. Gefällt mir, glaube ich, besser. Stellen wir uns hier hin, gucken da nochmal rauf. Richtig. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, wie die ganzen Kollegen, die das die letzten Tage gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür und auch alle anderen, die schon länger dabei sind. Vielen, vielen Dank. Vergesst die Glocke nicht. Ein Daumen wäre super. Und Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Vor allem, wenn dann noch drin steht, womit ich weitermachen soll. Und damit macht es gut. Käffchen.